29. Dezember. Jetzt einfach los. Leute, wir haben hier veganen Thunfisch. Alter, 0,5 Gramm Fett. Wir sind beim M-Preis. Was hast du hier Schönes für uns? Vegan Savages, ihr kennt den Hintergrund. Oh, und das hat der Fritz für uns gezaubert. Der Berg ist riesig. Klettern rauf, genießen diese Brise, atmen Liebe ein und wieder aus. Bleiben hier für eine Weile, Zeit lässt uns verweilen. Guten Morgen, Vegan Savages. Es geht nach Winter Wonderland. Ich stelle nach und nach die Crew vor, die wir nach und nach abholen, wie bei Der Hobbit, wo die ganzen Zwerge reinkommen. Wir haben dich abgeholt. Okay, erstmal so. Wir haben Zwerg Nummer 1, Joli. Ja. Auf süß. Wir haben Zwerg Nummer 2, Philipp, der Tenere spielt. Die Mütze richtig aufsetzen, damit sie aussehen. Moin. Und Juli fragt sich, wieso ich so viel Kalender habe. Ja, Abundance. Zwei Rocker-Kalender, zwei Koro-Kalender und alle sind noch zu. Das schenke ich auch meiner Mama, das Buch. Shoutouts an Nico hier. Neues Buch. Wenn es euch excited, holt es euch. Wenn nicht, dann nicht. In Österreich machen wir dann die Kalender auf einmal auf. Es ist dann schon der 11. oder 12. Also schon 24, nee, sogar 33 Türchen auf einmal. Und das machen wir dann so. Philipp lebt auch in Abundance, deswegen hat er ein krasses Auto. Läuft, Mann. Läuft. Aber noch kein Tesla. Warum Tesla, wenn man einen Porsche haben kann? Spaß, Spaß. Ich hätte auch lieber einen Tesla. Alter, da sind sogar Fernseher im Rücksitz. Ich weiß, was ich die ganze Fahrt machen werde. Ich werde nur auf diesen schwarzen Bildschirm schauen. Jetzt gibt's was zu feasten. Wir Deutschen erstmal einen Apfel. Und ich habe ein richtig geiles Overnight Porridge. Hier, ich habe es auch getrackt. Man nehme 100 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Maulbeeren, 30 Gramm Soy Krispies, 260 Gramm gefrorene Heidelbeeren, eine ganze Dose schwarze Bohnen, geil, no way, und dann noch Gewürze. Und that's it. Ich track auch gerade mit MyFitnessPal, just for fun, because it's my highest excitement, aber darüber, ich erzähl's euch mal im nächsten Podcast oder im nächsten, in einem der nächsten Vlogs. Und ja, Mann, ich habe auch noch 5 Gramm Flohsamenschalen rein, weil Manu meint, dann ist die Konsistenz einfach nochmal viel geiler. Flohsamenschalen, dachte ich, sind auch so wie Samen, hoch in ein Fett, aber gar nicht. Flohsamenschalen haben ja gar kein Fett. Und die Konsistenz kann sich sehen lassen. Das ist eine richtig schöne Konsistenz. Ja, Overnight Oats, wenn das alles so richtig creamy zusammen, beste. Leute, cheers auf den Apfel. Deutsche Äpfel, bald in Thailand. Guten. Werden wir es vermissen. Mhm. Ah, by the way, ich habe gestern Flug nach Thailand geflogen. Dezember. Jetzt einfach los. Warum? Because it's my highest excitement. Oh, home sweet home. Es ging so schnell. Philipp und Juli sind so entspannt gefahren. Ich habe auch gut geschlafen. Maiswaffeln. Beste Leben. Hä? Alles so nass. Aber hier ist schon viel idyllischer als in Berlin, oder? Hallo, liebe Mami. Vielen Dank, dass du dich abgeholt hast. Hey! Was? Hey. Oh, geht's dir besser? Ja. Wirklich? Ja. Oder tust du nur so? Real Talk? Ich bin nur müde. Aber dir geht's besser? Ja, ich bin müde. Nice. Du bist gesund, oder? Ich bin gesund. Oh, schön, dich wieder zu sehen. Nochmal sagt ihr zu meiner Küche. Wir waren auch schon auf deiner Mini-Ramp. Ja? Deswegen mach ich keine. Hä? Aber das hier ist doch voll schön, Mami. Ja, nee, schau mal, meine Adventskranz. Das ist richtig. Aber das ist Halloween. Das weißt du schon, oder? Hexe. Ich war am Blocksberg und diesmal haben die Elfen mitgemacht und die Elfen haben gesagt, wir sollen keine Äste abschneiden. Das ist auch so dem Feuer. Boah, ja, das ist schon cool. Das ist mal anders, weißt du? Leute, schaut mal, wie krass. Eine Katze mit einem Hut. Hier, das haben wir schon seit ich klein bin. Das ist immer cute. Der Jesus. Der darf nicht fehlen an Weihnachten. Oh, süße Katze. Ja. Kühlschrank ist bei uns immer on point. Was riecht so krass? Veganer Thunfisch. Krass. Leute, wir haben hier veganen Thunfisch von Garden Gourmet, Don't Support Nestle, aber es war schon hier, deswegen werden hier Geschenke verteilt werden. Probiert, Tenga. Und hier ist der den veganen Thunfisch von Garden Gourmet. Der fällt sich auch aus. Lecker. Voll lecker. Der Mokka ist schon viel. Jetzt. Und ist es High Carb, Low Fat? Nein. Digga, oh, 90 Gramm Fett, Bro. Es ist tot. 90? Es ist der Gift. 19. Es ist 90. Es ist Abfall. Es schmeckt so. 19. Schmeckt richtig gut. Schmeckt nach Thunfisch. 1 zu 1. Schmeckt so krass. Also, hier, kein Propaganda wegen Savages. Maiswaffeln-Diät. Ist der Shit, Mann. Schmecken so geil. Maiswaffeln haben auch voll wenig Fett. Nur 1,4 auf 100 Gramm. Dabei hat Mais eigentlich immer ein bisschen mehr. Aber Maiswaffeln irgendwie voll wenig. Wenn es oben schüttet, weil ich schlafe unter dem Dach in meinem Kinderzimmer, komme ich immer hier runter in die Burg, weil hier ist immer voll leise und hier drin schlafe ich so gut und geborgen. Ich muss das mit euch auch teilen, wegen Savages. Wir hatten hier früher auch immer genauso wie da, also meistens hing er oben, hier immer so ein Weihnachtskalender. Und andere bekommen ja meistens so einen Kalender mit ein bisschen Schokolade drin und wir bekommen immer so fette, da waren immer Rubik's Cubes und krasse Geschenke drin. Und meistens hatte ich die Nummer 1
Weil ich hatte so einen fetten Kalender eben, mit Überraschungseier oder so, als ein Kalender drin, als ein Türchen. Aber dafür halt nur jeden dritten Tag, weil ich habe zwei Geschwister. Und dann war halt jeder nur jeden dritten Tag da. Aber jetzt für die Kinder von meiner Schwester. Und mal gucken, wie es meinem Baby geht. Skaters only. Gott, der Skaterboy. Da ist mein Baby. So vollgestellt. Aber ja, wenn ich mal wieder ein bisschen länger hier chill, dann wird hier eingetroppt. Aber hier war anscheinend, eine krasse Dino-Party. Wild, wild, wild. Mann, was war da für eine Dino-Party? Ey, nicer Hoodie, Mann. Ja, klar, Mann. Ich sehe, du machst mal den Hoodies alle Ehre. Stolz auf dich. Oh, Schock. Vielleicht habe ich noch einen Punkt. Wollt ihr ihn sehen? Oh, shit, Leute. Oh, shit. Nein, das war gut. Ey, wenn du jetzt noch den Gold Pump, das neue Produkt, konsumierst. Den will ich unbedingt in Österreich dann. So krass. Ja, aber ich habe jetzt die Load ab morgen. Trotzdem ballert der. Jenny kommt leider jetzt noch nicht mit, denn sie muss noch einen Typen daten. Ach ja. Prüfung. Tatsache. Aber kommt dann am 14. Ja, du bist auch breit geworden. Mit Irina und... Also ich bin einfach fett geworden, aber dafür ist mein fettes Auge offen. Also dein Oberkörper sieht breiter als letztes Mal, als wir uns gesehen haben. Safe. Die Backen sind Dankeschön. Ich hab's geschafft. Mein drittes Auge war doch nur ein Pickel und ist ausgepoppt. Nochmal. Ja, ist das? Du sagtest, deine Maiswaffeln sind low fat. Ja. Das hier ist low fat. Aber das ist doch so Hack, oder? Nein, das ist Speck. Alter, 0,5 Gramm Fett. Das ist Speck. Digga. Also ich habe erzählt, nur Maiswaffeln-Diät, nur Speck-Diät. Nur vegan Speck. Nur vegan Low-Fat-Speck-Diät, laufen, aber egal. Wir nehmen mit, tun in deine Tüte, probier's aus. Hier, meine Mutter ist so sweet, hat uns ganz viele Sachen mitgegeben. Ich glaube, die will die low-key loswerden, weil die ablaufen so, aber danke. Kühlschrank. Was auch immer. Schau mal, ich habe gerade Quitten, aber die sind schlecht zum Transportieren. Schmeckt auch total lecker. Ich weiß nicht mehr, was Quitten sind. What is this? Oh, Bro, weißt du, wie lange ich nicht mehr in meinem eigenen Bett geschlafen habe? Oder was? Nein, Bett? In Tulum war es ganz wild. Ja. Überall irgendwo Zelte, dann immer Hotels und so. Mhm. Dann in Berlin, Axel schläft in meinem Bett mit Mari, ja. Ich mit Fritz im Wohnzimmer. Ja. Jetzt in Österreich auf der Couch vermutlich so. Ja, ah, live, Bro. Ne, geiles Live, Mann. Ja, Spaß. Weil das ist überhaupt mein Bett. Alles ist mein Bett. Dein Bett ist mein Bett. So sieht's aus. Also, wenn du ein geiles Bett hast, relativ hart, schön kalt magst, dann ruf mich an. Wie ist hier die Stimmung? Schlafen. Ja? Konntest du gut schlafen? Ein bisschen. Nice, Bro. Du auch? Nice! Wollt ihr aufs Klo? Ja. Kommt raus, meine Freunde. Meine Mutter hat ihm bestimmt was gegeben. Döner. Wie immer. Ach, Freunde. Tulum, Weihnachtsstimmung. No. No risk, no fun. Schaut mal, das ist einfach eine Bergfassade. Und da oben die Wolke, hier ein Weihnachtsbaum. Philipp schon ist Burger King Menü. Was gönnst du dir für 9,60 Euro? Etwas Einzigartiges. Ja, Vignetten. Man nennt es auch Picker, so wie den. Denn wenn man über die Grenze fährt, muss man eben Maut zahlen. Kann es auch online machen. Aber Philipp wundert mich sehr. Philipp ist eigentlich ja gar nicht so Retro-Style. Aber wollte es nicht online machen, weil es anscheinend ein paar Euro mehr kostet. Philipp ist ja noch so ein Sparfuchs. Ja, aber Abundance. Das bringe ich Philipp noch bei. Geld ist einfach Energie. Es fließt einfach. Es kommt, es geht. Und das Abundance-Mindset adoptiert es. Und was ist Abundance? The ability to do what you need to do, when you need to do it. Also, dass ihr das machen könnt, was ihr machen wollt, wann ihr es machen wollt. Ich, mein heißes Excitement ist nach Thailand zu fliegen. Ich fliege einfach nach Thailand, let's go. Und ich denke nicht so, ah, es ist... Oh, das passt aber nicht hier hin, oder? Leichte Flüssigkeitsabscheider. Hä, das ist wie... Das ist... Digga! Fritz macht's richtig, er hat wirklich Winterschuhe. Ja, das Philipp meinte, zum ersten Mal angefühlt. Solche tun mir halt weh mit meinen Blattfüßen. Aber hast du Barfuß-Winterschuhe gekauft? Nee, aber ganz normale. Gibt's das? Gibt's Barfuß-Winterschuhe? Ja, gibt's. Ja, gibt's. Aber die sind für mich auch zu eng. Ich brauche immer hier sowas. Aber hier, die Tulum-Schuhe haben schon Löcher. Und das sind die einzigen Schuhe, die ich dabei habe. So mag ich das. Denn dann sind sie einfach sofort nass. Sofort das Surrender. Und that's what I'm about. Surrender. Aber schaut mal da der Berg. Ist das nicht schön? Boah, Junge, der geht so richtig in den Nebel. Oh, Junge. Warte, warte. 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 Knips, 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 knips. Halt dein Maul. Noch kurz die Maskenpflicht und die Grenze supported finanziell mit Wasser und Airwaves. Sind wirklich so geile Kaugummis. Sind auch vegan. In Mexiko gab es nur so scheiß Kaugummis. Also no front, die ich probiert habe, waren einfach scheiße. Aber Airwaves. Airwaves sind extra beste. Extra Bubble Mint, Try Dima, sind auch in meinem Amazon-Shop und drunter verlinkt. Wir sind beim M-Preis, jetzt sind wir in Österreich, jetzt reden wir nur noch österreichisch. Vegan beim Einkaufen, der Futter Night ist real, es gab nur zwei Süßkartoffeln. Guess who saved them? Ich habe sie mir gleich gegönnt. Richtig Bock in Deutschland wieder richtig Kartoffeln zu ballern. Einfach Kartoffeln, Äpfel, solche Sachen, weil danach geht's ja nach Thailand und dann will ich sick sein von deutschen Sachen wie Äpfel, Kartoffeln.
und mich dann auf die tropischen Sachen freuen. Jetzt kommen wir in die Cornflakes-Abteilung. Tenga tut hier auf politisch korrekt. Whole Food, Plastic Free, was laberst du, Bro? Ah. Was weiß ich denn? Plastic, Mann. Plastic, Mann. Ja, richtig schlimm. Spaß, nee, richtig gut. Stolz auf dich. Wir sind da nicht so gut mit unseren Kartoffeldecken. Aber solange Fritz das recht für ihn okay ist, dann habe ich nichts zu melden. Oh, dann für mich dann auch Fett okay. Nee, Bro, da bin ich raus. Und unsere Kartoffeln, nur deine eigenen. Aber ich low fat, einfach feier. Müsst ihr es nicht machen, sondern macht, was euch excited. Ich habe halt in Tulum so viel Fett geballert, weil das war halt richtig high fat. Deswegen freut es mich gerade einfach so, low fat zu ballern, damit die Pimpels und so auch mal chillen können. Leute, Fritz guckt gerade nicht hin, er ist mit meiner Mutter abgelenkt. Leute, hier Nesquik im Krankenhaus hat mir das Leben gerettet. Und hier Nesquik Sirup im Käffchen. Ich glaube, das ist der Obershit. Checken wir noch, ob es vegan ist. Ja. Jetzt haben wir noch ganz viel Reis und ich habe wirklich richtig viel Sachen geballert, denn es kommen ja noch viele ein paar Leute. Da oben der Supermarkt dazu, der in Gerlos hat auf, im nächsten Dorf. Das ist so 10 Minuten nicht weit, aber da ist deutlich teurer, deutlich kleiner, deutlich voller. Und damit die auch gut was haben, Abundance, kaufen wir einfach eine Menge ein. Jetzt geht's zu den gefrorenen Beeren, davon ballern wir auch einiges. Was hast du hier Schönes für uns? Gnocchi. Einfach auf 100 Gramm nur 0,3 Gramm Fett, Mann. Yummy! Bro, ich habe hier mal gefrorene Beeren, ja, nice. Zweimal gefrorenes Gemüse und wenn der Gefrierer zu voll sein sollte, kein Problem, weil es ist ja Schnee draußen, dann schmeißt man es einfach nausig. Also echt fettes Shoutout an Imp, weil die haben wirklich so klein, super organisiert. Schau mal, die haben hier sogar alle Cliff Bars, Alter, was? Was ein Laden. Imp-Reis. Ihr seid der Imp-Reis. Vegan Savages, ihr kennt den Hintergrund, ihr kennt das fette Bett. Wir sind angekommen und wie ist der Vibe? Veganer müssen hier überleben und deswegen better more than too little. Und der Schnee hier draußen ist real, also richtig geil, viel Schnee. Hier gleich mal ein bisschen was geschippt. Warum habe ich eigentlich Koffer mitgenommen? Aber Fritz hat ihn auf Ehre getragen. Und ja, man, jetzt alle Lebensmittel runter in die Küche und dann machen wir Chaos. Digga, haben wir viel Essen. Pures Chaos, aber wir bringen jetzt Ordnung rein. Das Wichtigste ist natürlich, wo kommt die Deko hin, aka die Rocker-Pyramide. Ich dachte hier drauf, aber ich habe ja Rocker-Subs für alle mitgenommen. Und es ist einfach zu klein, ich habe zu viel Subs. Hier ist unser Gefrierschrank, hier die Stables, hier sind sie nirgendwo im Weg. Vielleicht eine da drauf und eine noch so daneben oder die so schräg. Tu so, was ich nicht aufgemacht habe. Erstmal, wir gehen 5% Rabatt. Ja, so muss das sein. Zweitens, Adventskalenderphase ist wahrscheinlich vorbei bei euch, aber... Was? Vorbei? Also man bestellt nicht mehr. Wir machen die einen auf. Was für ein Tag ist heute? 11. Also ich mache jetzt 10 auf. Heute ist der 12. Nein. Nee, 11. 11. Tada! Was sagt ihr? Lecker. Das alle auch wissen. Was sagt ihr zu dieser Pyramide? Kann sich sehen lassen, oder? Und wenn ihr den Vlog anguckt, wir haben jetzt Omega 3 auch Liquid. Erster Flavor, der rauskommt, Orange. Schmeckt wirklich so, so geil. Schmeckt wie das, was ihr vielleicht schon von Vivo kennt. Also wirklich das leckere Omega 3. Und ich mag sogar mehr als Kapseln, wenn ich so zu Hause bin, weil der Placebo kickt halt auch rein, weil so, oh, lecker Omega 3, ich hab's wahrgenommen, Omega 3 Gains kicken rein und gegen Kapseln so, habe ich sie überhaupt genommen und es schmeckt halt auch gut, also das esse ich gerne. Und im gleichen Moment kommt auch ein neuer No Whey Flavor raus. Popcorn Karamell gab schon als Whey, aber jetzt als No Whey. Ich hab's noch nicht probiert, deswegen benutzt meinen ersten Link, supportet mich, ihr bekommt ein Team Rocker Exclusive on top. Danke, danke, danke. No Whey Popcorn Karamell, wie schmeckt's wohl? In Warenkorb. Let's go. Weil hier oben, hör mal die Messer da. Eine Schublade höher, mach mal auf. Mach mal auf, Philipp. So, Mami, Abundance schön und gut, aber 10.000 Messer zu kaufen und alle in die Spülmaschine werden halt alle unscharf. Deswegen, gute Sachen hier oben verstecke ich immer. Feinste Ware, ich sag Mami nicht, wo es liegt, weil sonst holen die anderen das. Für 10.000 Euro habe ich hier ein Messer gekauft, was so scharf ist. 10.000 Euro und das gibt mir den Samurai Tenga. Und damit bitte das Hack zerschnetzeln. Was machst du, ich hab Bock drauf. Oh, ja. Denn hier oben ist alles vegan. Solange man Abundance sagt. Solange man Abundance sagt. Philipp. Also, Bratans Braturas, Happy Po steht unten im Klo, wenn ihr es benutzen wollt. Ich hab auch keine dabei. Happy Po, echt? Ja. Okay, bist du auch so sharing-mäßig? Ja, dass wir meinen unten hinstellen und deinen oben? Ja. Ja, perfekt. Wie ist die Küchensituation? Ah, Pasta, Gemüse. Beste Boys. Schaut mal, hier hat einfach Simon, der Mann von meiner Schwester, so eine fette Kaffeemaschine Denn hier ist es so ein bisschen verflucht. Meine Familie liebt halt die Senseo-Kaffeemaschinen, aber hier oben, ich habe die Vermutung, ist der Strom. Wir hatten schon Real Talk 3. Und sie sind sofort kaputt gegangen. Was geht da ab, Mann? Und ja, ich muss mal Simon fragen oder wir probieren das Baby mal morgen aus. Happy Po macht
Herrschefroh. Und die Mutter ebenso. Genauso wie das ganze Klo, denn die Scheiße. Basta. Ein Kilo Nudeln, Carbs. Was ist das Schönes? Einfach Veggies. Darf ich mit Linsen? Ja, Linsen, Tomaten, ja. Soße und so. Das ist doch die Butter drin. Das sieht so gut aus. Danke euch. Das Beste ist hier. Schock. Also die Pasta teilen wir. Und das ist für uns, oder? Fritz, bester Mann, regelt. Während ich hier die Spielzeuge rausgeholt habe, Shakti-Matte, Resistant Band, Yoga-Gurt vom... Ich will dir einen Zaubertrick zeigen, schau mal. Ja, mir? Achso. Sorry. Ich kann auch schon kochen. Skip. Yeah. Scheiße. So, hier habe ich schon für Ordnung gesorgt. Hier ist es so meine Everything on Point, mein ganzes Social-Media-Equipment, meine Klamotten. Ich schlafe hier auf der Couch, denn die ist schön weich. Oh, eine Frisbee für den Pisten-Gaudi. Oh, und was hat der Fritz für uns gezaubert? Spaghetti sind Karne, keiner. High Carb Low Fat. Diese Pasta sieht richtig muy bien aus. Aber ich will jetzt auch. Philipp ist hier richtig. Warum ist seine Pasta so schwarz? Aber das ist wahrscheinlich auch der Tahini, oder? Ist jetzt nicht mehr Pfeffer. Aber auch ein bisschen Pfeffer, ja. Was meintest du? Dass ich mein Essen sehr gerne mit schwarzem Pfeffer überdecke. Überdecke? Er meint wirklich überdecken, dass es schwarz ist. Ja, ich weiß nicht, es ist so diese Schärfe, aber das Pfeffrige ist einfach. Ich merke auch schon, du schwitzt schon. Ja, hier, Sweat. Deswegen healthy. Oh shit, das war jetzt schon ein bisschen. Na, das passt. So genau soll das sein. Aber dann halt auch noch mehr, weißt du? Das ist nur der Anfang. Und dann so richtig. Na, dann nehme ich den Pfeffer mal mit. Mehr Pasta, um den Pfeffer zu kombinieren mit viel Senf. Süßer Senf. Best zu leben. Also, wie ich den Abend gerne ausklingen lasse, ist hier nach gut viel Carbs, noch ein bisschen mehr Carbs. Und zwar mal hier das Almnudler Himbeer mit Himbeersirup zu probieren. Schauen wir mal, ich habe den auch jetzt hier gut stehen lassen. Also am Abend so ein Gläschen. Also ich frage, was ich hier habe. Ich bin nicht mangelernährt, sondern beim Tauchen habe ich so den Mund so aufgerissen und jetzt reiße ich halt den Mund immer weiter auf und es heilt halt nicht. Aber ich versuche mal einfach die nächsten Tage vielleicht weniger zu reden oder weniger zu schreien und weniger solche Dinge zu essen wie Äpfel. Leute, wir vloggen eh noch so viel, deswegen lehnt euch zurück, schnallt euch an. Es wird eine wilde Zeit hier oben. Wir bleiben auch bis Weihnachten hier oben, bis zum 25. Und wir haben uns schon richtig zerstritten. Es wird richtig wild, Mann. Wir werden uns so hassen. Wir werden uns auf einseifen. Ja, ihr wisst ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Jeder beiden Mann in meiner Stadt versteht es denn. Kennt keiner das Lied? Richtig geil. Okay, danke fürs Einschalten. Wir müssen mal. Wir sehen erstmal. Philipp.